Und weiter geht es. Wir sind mit Mia auf dem Romantikfestival. Dominik, den kennen wir ja. Wir kennen die alle schon, die Männer hier. Den kennen wir noch nicht. Kokett vorstellen. Stell dich mal kokett vor, meine Liebe. Nein, Florian, ich möchte nicht mit dir auf das Romantikfestival gehen. Und jetzt malst du mal ein kokettes Bild. Ja, Dahlia ruft mich an, weil Jolene und ich Freunde geworden sind. Das finde ich sehr nett von dir. Oh, hallo, wer bist denn du? Kokett vorstellen, du malst doch kein Bild. Stell dich wirklich vor. Los! Ja, hallo, Blüten. Machen wir uns voll ran, ne? Schmeiß dich ran, Mia, los. Mia stellt sich einfach einigen Sims kokett vor. Ja, nicht der. Den Typen da hinten. Da. Den Mike. Los. Und dann kannst du ein paar Pflanzen mitnehmen. Ne? Du brauchst ja nicht so einen Tee. Alles ernten. Ernten wir einfach mal alles. Das bringt uns ja Geld. Mia ist immer noch dabei, alles zu ernten. Und dann kann sie sich noch ein paar Sims, die sie nicht kennt, kokett vorstellen. So, sie ist schön am Plaudern über Muffins. Ja. Na. Zweites Trimester 2020. Mia ist wieder da. Und es ist der letzte Tag des Sommers. Und bevor sie die Wäsche macht, würde ich mal gucken, was sie alles noch einpflanzen kann. So, und wir haben ja eben ein bisschen was geerntet. Und Paradiesvogel, oh, wie schön. Pflanzen wir die mal ein paar an. Und eine Lilie. So, und den Rest verkaufen wir. Für ordentlich viel Geld. So, Mia pflanzt ein. Was ist bei dir? Hausaufgaben machen. Oder du hast einen orangenen Topaz gefunden. Den verkaufen wir. Ich sehe gerade, Bob ist ja immer noch da. Okay, tu das, Bob, wenn du möchtest. Dann bleib bei uns. Aaron, welche Fähigkeit fehlt dir denn noch? Denken, bewegen, Fantasie. Dann mal das Spiel mit Lama malen. Spiel das mal. Oh, da läuft jemand. Das ist nicht gut. Da möchte bestimmt jemand Chaos veranstalten. Herumlaufen. Nee, ist nur herumlaufen. Oh, sie stinkt aber auch, die Madame. Warum stinken? Chaos veranstalten. Ich wusste das, meine Sims immer so. Du darfst dir etwas aus der Spielzeugkiste nehmen. Und damit spielen. Yay. Ja. Nein. Okay. Stapeln. So, verabschiede dich bitte von Bob. Ja, und dann darfst du bitte dem Aaron helfen, aufs Töpfchen zu gehen, weil ich glaube, so viel fehlt ihm gar nicht mehr, bis der Kind werden darf. Oh. Was sehe ich hier? Aufräumen. Jolene, du darfst umarmen und sprechen. Und umarmen. Das Tierchen hier. Die stinken auch alle wieder. Los, Aaron, du brauchst noch ein bisschen, bis du die Töpfchenfähigkeit erworben hast. Und noch Fantasie musst du fertig machen. Aber sonst steht nichts mehr im Wege. Bist du vorzeitig, Alter. Okay, einen Tag noch. Viel Glück. Okay. Mia muss 2 Stunden ein Kind etwas vorlesen und ich dachte, wir lesen einfach allen was vor. Und jetzt hat auch Aaron schon gleich ihren Level 3 der Fantasiefähigkeit. Oh Gott, ich stehe. Die 3 müsst unbedingt in die Badewanne. Eine Stunde. Okay, und dann musst du bitte im Schaumbad baden, die Jolene. Und Aaron, du kannst alleine aufs Töpfchen gehen. Stimmt, du bist ja so selbstständig. Nein, Dahlia. Meinst du, ich sehe dich nicht? Erziehung, aktuelles Anschreien. Oh.
Im Schaumbad baden Dahlia. Oh, wir sind Erziehung Level 9. Mia ist jetzt so überzeugend, dass immer erfolgreich ist, wenn sie ein Kind beeinflusst, eine Aktion wie Spülen durchzuführen. Mia weiß jetzt außerdem, wie sie all ihre Ratschläge in Schulsituationen auswirken. Ach, schön. Wo ist denn jetzt Dahlia oder Jolene? Ist mir eigentlich egal, Hauptsache. Geh mal duschen. Schnuddelwuddel umarmen. Reden. Pangär fragen. Vergangenheit fragen. Und du? Oh, wir haben Herbst. Du darfst einmal bitte im Schaumbad baden. Die Jolene, die steht hier gleich bei dir. Und Aaron, du darfst dich einfach nochmal aufs Töpfchen setzen. Oh, wenn du nicht musst. Aber... so lernt man es am besten. Du machst sauber, ne? Säubern. Oh Gott, ihr seid alle so süß, Kinder. Ja, gut, dass du Jolene in der Badewanne hast. Ich bin stolz auf dich, Mia. Wir kaufen ein neues Kinderbuch. Und zwar Charlotte hat Schwein. Das klingt auch gut. Und du hilfst. Supi. Dann kümmerst du dich nochmal darum, dass ein paar deiner Kinder gewaschen werden. Und dann können wir nochmal eine Vorleserunde machen. Dann kannst du nämlich einen Meilenstein erreichen. Oh, eine Entscheidung. Mobbingzeuge. Ein paar Kinder waren in der Schule. Gemein zu einem meiner Freunde. Ich wollte helfen, aber ich wusste nicht, was ich machen sollte. Was denkst du, was hätte ich tun sollen? Schreite ein, verteidige deinen Freund, halte dich raus und tröste den Freund anschließend, hole einen Erwachsenen. Ich bin dafür. Jetzt ist die Konfliktlösung ist gesteigert und die Manieren sind gesunken. Du musst bitte den Ivo baden, Maki. Und du bist traurig, weil dir ein Töpfchenunfall passiert ist. Das ist nicht schlimm. Julia, ich sehe das. Gleich wieder aufräumen, meine Dame. Sie hat es geschafft, Ivo in die Badewanne zu kriegen. So, und wenn du jetzt gleich noch deine Töpfchenfähigkeit voll machst, darfst du größer werden, mein Lieber. So, Aaron hat Level 3 der Töpfchenfähigkeit erreicht. Ich glaube, damit hat er alles, was er braucht. Ja, es ist alles auf 3 und Mia backt theoretisch auch gerade eine Torte für ihn. Die, das ist... Nein, wo ist die Torte für dich? Genau, Mia backt jetzt eine Torte für Aaron und ist ganz benommen. Der geht's nicht gut. Wir sind immer noch nicht im zweiten Trimester. Back mal schön, meine Liebe. Wir sind jetzt Level 5 der Kochfähigkeit. Wir können jetzt arme Ritter... warte, Geburtstagskerzen. Fish and Chips. Feinschmecker-Kochfähigkeit freischalten und hält beim Kochen die Stimmung kompetenter Koch. Sehr schön. Okay, helfen Kerzen auszublasen. Dem Aaron. Oh, da hat jemand das Klo kaputt gemacht. Ja. Julia. Wer von euch hat das Klo zerkackt? Hm? So, dann helf mal dem Aaron dabei. Älter zu werden, wollte ich sagen. Mal gucken, wie der aussieht. Und eine 4 habe ich eben gewürfelt. Und, oh Gott, hier gibt es so viele. Ach, 1 und 4. Okay, und 1, 2, 6, 9, 12, 16, 12, 15. Oh Gott, das sind so viele, okay. Okay, einen Katzenfreund haben wir. Yes. Janet hat Aaron ein Geschenk geschickt. Du siehst ja schick aus, lieber Aaron. Okay. Du bist müde. Ja. Oh ja, wir brauchen jetzt noch ein großes Bett für Aaron. Und dieses kleine Bett können wir eigentlich stehen lassen. Säubern. Alle ganz schön müde, aber sonst geht es euch doch recht gut. Guck mal, dann kannst du einmal bitte jäten und erforschen, erforschen, erforschen. Die haben jetzt bestimmt alle keine Saison und deswegen wachsen sie nicht. Ja. Erforschen. Oh, was haben wir denn hier? Ach, wie cool. Okay, Laub. Alles ernten vom Basilikumstrauß.
Pilze können wir ernten und einen Frosch suchen. Und dann ist unsere Schlange eh bald voll. Ja, wie wann? Ja, warte, Schlange ist voll. Oh, da muss jemand Pipi. Oh. Ach ja, der Teenager. Nee, nichts Neues. Okay. Du schläfst? Ja, dann legt euch doch bitte richtig hin, meine Lieben. Schlafen. Schlafen. Du schläfst. Nee, ich schlaf mal nicht auf der Couch. Komm her. Wir ziehen dir das Zimmer ein bisschen größer. Und dann finden wir doch Platz für ein Bett. Für dich, lieber Aaron. Betten. Wunderschön. Dann geh mal schlafen. Das ist ja auch 15 Uhr. Ich finde, das ist genau die richtige Zeit. Oh, du bist hungrig zum Schlafen. Oh ja, du bist wütend. Kommst du ran an den Kuchen? Ja, sieht gut aus. Und du schläfst? Ja, finde ich gut. Und du bist müde. Geh mal schlafen. Du bist wirklich ein bisschen dick, kann das sein? Nee, du musst auch nicht schlafen gehen. Kannst du schon malen? Nee. Ah ja, dafür gibt es diese Kindersachen, ne? Okay, sie ist noch da voll beschäftigt. Dann kommst du Frösche suchen. Okay. Und graben kannst du auch. Und waren denn nicht noch mehr Frösche? Doch, da. Nach weggeworfenem Spielzeug suchen, nach Fröschen suchen. Dann kannst du nämlich das schon mal weniger machen. Und Lea hat sogar ein weggeworfenes Spielzeug gefunden. Dies kann sie zu Hause in ihre Spielzeugtruhe tun. Das finde ich doch schön. Ach, du unterhältst dich. Wäsche machen. Nee. Öffnen. Was hast du denn für Spielzeug gefunden? Ach. Ein Superheld? Hübsch. Stell das mal hier hin. Und, die Hausaufgaben hast du gemacht. Dann. Oh, cool. Dein Handy klingelt. Herzlichen Glückwunsch nachträglich. Ja, danke. Wir schlafen nicht zu viel. Ein Gericht nehmen. Du darfst ein bisschen schlafen. Und du kannst eigentlich auch schon wieder aufstehen. Nein, ich möchte dich nicht treffen, um mit dir zu arbeiten. Abendessen servieren. Knoblauchnudeln. Das klingt doch lecker. Oh, alle sind so unzufrieden. Oh Mann. Du hast es aber auch nicht einfach, ne? Komm, dann erforsch nichts mehr. Haben wir noch irgendwas zu ernten? Alles ernten. Und jetzt koch zuerst, ne? Dann koch zuerst. Na, Delia, was ist los? Blase. Kannst du schon auf Töpfchen bitte? Ja, frag mal Mama, ob sie dich aufs Töpfchen setzt. Das ist doch gut. Julien hat Hunger. Portion nehmen. Die neue Feinschmecker-Kochfähigkeit von mir ermöglicht es ihr, vielfältigere Mahlzeiten zuzubereiten. Je höher der Fähigkeit-Level, desto mehr Rezepte werden freigeschaltet. Achso, sie isst schon. Manieren. Ja, wir müssen dir auch unbedingt irgendwie nochmal Spaß. Kanal schauen. Comedy-Kanal. Und mir ist schon viel. Ja, so sieht sie auch aus. Ivo, du darfst auch was essen. Du musst ganz dringend Pipi machen. Mia, hilf mir bitte. Nein, Bob Pancake, wir machen nichts.
beibringen, aufs Töpfchen zu gehen. Dahlia. Und go. So, Dahlia sitzt auf dem Pott. Und sie selbst muss mal ganz dringend pieseln. Aber erst müssen wir das Klo reparieren. Oh nein, Dahlia hat es ausgenockt. Geh ins Bett, Kind. Schlafen. Achso, du bist schlafen. Du bist ein großes Kind. Ah nein, da liegt jemand schon im Bett drin. Da kannst du nicht schlafen. 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 Geben alle schlafen, das ist gut. Schlafen. Schläft. Schläft. Perfekt. Dann kannst du das Klo reparieren und dann bin das Klo ist repariert und sie ist in Ohnmacht gefallen. Du musst noch bitte einmal die Wäsche trocknen und die Wäsche machen. Und dann darfst du schlafen. Los, du schaffst das. Los, ich glaube an dich. Und schlafen. Was tust du? Nein, du brauchst doch nicht Energieversagen. Schatz, Schlucki, da. Schlafen. Ach, meine Liebe. Ach, nein. Ah. Duff. Und. Upsi. Ich hab sie kaputt gemacht. Okay, ihr esst alles schön. Ihr seid alle? Seid ihr alle ein bisschen zu dick? Oh nein, warum weinst du? Warum bist du so traurig? Öffnen. Ist Knoblauchnudelnkind. Hast du Hunger? Nein, du stinkst nur. Okay, dann isst mal Knoblauchnudeln. Los, Mia, ab ins Bett mit dir. Dir geht es nicht so gut. Du musst mal verwenden. Und du kannst gleich mal duschen. Du kannst schlafen. Und du kannst schlafen. Du bist immer noch zu traurig. Wie lange bist du denn noch sehr traurig? 42 Minuten. Dann musst du die halt noch abwarten, meine Liebe.